Zu meiner allergrößten Überraschung haben wir gestern eine heftige Rallye gesehen im Gefolge der FED-Sitzung, denn Jerome Powell hat wunderbare Beruhigungspillen an die Märkte verabreicht und diese Beruhigungspillen wirken. Die Frage stellt sich nur, wie lange wirken sie? Denn das, was Jerome Powell gestern gemacht hat, war rhetorisch eine absolute Meisterleistung, war wirklich ein theaterreifer Auftritt vom allerfeinsten, hohen Respekt davor. Allerdings, wenn man das Ganze mal mit den Fakten abgleicht, dann muss man leider sagen, es war eine reine Shitshow und die Märkte lassen sich von dieser Shitshow beeindrucken. Okay, das hat sich angekündigt, eben weil wir massiv überverkauft waren, weil alles darauf hingedeutet hat, interne Strukturen, Indikatoren etc. etc., die in einer Richtung total angespannt waren, nämlich auf der Unterseite, vor allem bei den Tech-Werten, komplett angespannt, komplett überdehnt, auf der Oberseite für den Dollar komplett überdehnt, und dann sehen wir eben solche Bewegungen, solche Rückschläge, die dann in diesen Trends kommen, aber die Trends sind nach wie vor gültig und das ist der entscheidende Punkt. Wir sind nach wie vor und bleiben nach wie vor in einer Bärenmarktsituation, erleben jetzt eine heftige, eine impulsive Rallye in dieser Bärenmarktlage und wir sind auf der anderen Seite nach wie vor intakten Trends auch bei dem Dollar. Aber schauen wir uns die ganze Geschichte nochmal an, meine Damen und Herren, was da eigentlich passiert ist. Und es ging eigentlich, naja, relativ unspektakulär los. Die FED hat das gemacht, was zu erwarten war. Man hat die Zinsen um 0,5% angehoben. 0,75 war eigentlich, naja, fast schon Verschwörungstheorie, nachdem Powell gesagt hat beim letzten Interview, 0,5 is on the table. 0,75 wäre schlicht zu krass gewesen. Man wird die Bilanzsumme um 95 Milliarden reduzieren, wird ab 1. Juni erstmal mit 47 Milliarden und ein paar zerquetschten anfangen. All das so erwartet. Dann auch die Aussage bedeutsam, man sei im Statement der FED, man sei hochwachsam bei den Inflationsrisiken. Da waren die Märkte dann doch ein bisschen verunsichert, was da gemeint sein könnte. Dann hat Paul angefangen und hat gesagt, ja, die neutrale Rate, neutrale Zinsrate, also die Rate, wo die Zinsen weder die Wirtschaft bremsen noch irgendwie anfeuern, die liege zwischen 2 und 3%. Likely to follow up 50 basis point moves, also wahrscheinlich werden wir 50 Basispunkte Schritte sehen und dann irgendwann 25 Basispunkte Schritte sehen. Und wenn es notwendig sei, dass wir die Zinsen höher anheben als die neutrale Rate, dann werden wir nicht zögern, das zu tun. Auch das tendenziell hawkisch. Und hier hatte ich gestern ja das Marktgeflüster gemacht, gestern Abend, wo ich mal gezeigt habe, was für die FED, was für die Amerikaner insgesamt auf dem Spiel steht. Diese aufgeblasenen Märkte, die teilweise vor allem im Aktienbereich der Fall sind, in Immobilien übrigens, hat China eine deutlich noch größere Blase als die Amerikaner am Immobilienmarkt, aber in Sachen Aktien mit 56% Anteil der Weltmarktkapitalisierung sind die USA natürlich führend, haben vieles zu verlieren. Und dann kam Steve Leisman von CNBC und hat gesagt, ja, wie schaut es denn aus mit 0,75er Zinsanhebungen? Und dann hat er Paul gesagt, that's not something we discuss. Also der man nicht drüber diskutieren, hat er gesagt, der Jerome. Und booms, ging es nach oben. Dann auch eine interessante Aussage hier in Sachen Kerninflation, die könnte flatten out, wie er das hier genannt hat. Also könnte sozusagen jetzt sich abschwächen. Schauen wir mal. Kerninflation ist ja die Inflation ohne Nahrung und Energie. Und genau das sind die Bereiche, wo es ja richtig brennt. Und dass man natürlich hier dann diese Beruhigungspille, dieses Zuckerl für die Märkte. Die eigentliche Botschaft ist, wir reduzieren die Bilanzsumme, erhöhen die Zinsen. Okay, nicht in 0,75er Schritten. Das hatten auch nur die hawkischsten aller Verschwörungstheoretiker geglaubt. Dementsprechend war das ja an sich schon unwahrscheinlich. Aber es hat gereicht, um einen extrem einseitig positionierten Markt komplett zu drehen, in eine Monster-Rallye zu drehen. Viele waren abgesichert, das Sentiment bärisch etc. etc. Und so geht das eben dann seinen Weg. Und das war sicherlich kein Kommunikationsfehler von Paul, wie Sven Hendrik hier richtigerweise bemerkt. Die FED muss diese Gratwanderung gehen
zwischen, naja, irgendwie den Markt runterkriegen, die Financial Conditions runterkriegen, das heißt auch den Immobilienmarkt runterkriegen und. Das sind sozusagen ein kontrolliertes Runterfahren. Das ist das, was die Fed erreichen will. Sie will keinen Crash erreichen. Das kann sie sich nicht leisten, wie ich gestern in dem Video gezeigt habe. Aber sie will eben ein kontrolliertes Runterfahren. Und jetzt hat Paul sozusagen im Rahmen dieses kontrollierten Runterfahrens eben ein paar Antipanikpillen verteilt an die Märkte. Und siehe da, sie haben gewirkt und gerade wundersam gewirkt. Jetzt schauen wir uns die Shitshow nochmal an, meine Damen und Herren. Paul auf die Frage, Glaubwürdigkeitsproblem der Fed. Naja gut, im Vergleich zur EZB ist das Glaubwürdigkeit hoch 10. No, I don't think the Fed has a credibility problem. Und dann hat hier Sven Hendrik bemerkt, that statement is lacking credibility. Also da fehlt es an Glaubwürdigkeit bei diesem Statement. Ebenso wie bei der Aussage von Paul, we don't see a wage price spiral. Genau das sehen wir in den USA. Im letzten Monat haben so viele Amerikaner wie noch nie in der Geschichte der USA ihren Job verlassen, weil sie sich sagen, ich kriege woanders einen Job, der besser bezahlt ist. Das zeigt doch diese Lohnpreisspirale in Reinkultur. Und dann sagt er auch, der Effekt des Schrumpfens der Bilanzsumme, der Reduzierung der Bilanzsumme ist unsicher. Naja, da haben wir schon mehr Sicherheit. Es ist nicht gut für die Aktienmärkte. Dann sagt Paul, nothing in economy suggests it is close to recession. Nichts deutet auf eine Rezession hin in der Wirtschaft der USA. Dazu gleich mehr. Und dann eben diese Aussage, some evidence core PCE peaking. Und wir sehen, wie sich da jemand durchaus Gedanken macht, ob das alles so der Realität entspricht. Ich meine nein, aber es hat gereicht, der Dow 900 Punkte dann mitten nach oben gegangen. Hier sehen wir mal den Intraday-Verlauf, weil man eben sich auf die Aussagen verlässt, die ich nachher noch hier zitiere, dass Paul gesagt hat, ja, also das kriegen wir hin, Arbeitsmarkt ist stark, der kann Zinsanhebungen verkraften, US-Wirtschaft ist stark, kann Zinsanhebungen verkraften, wir kriegen ein Soft Landing oder ein Softish Landing, wie Paul gesagt hat. Good luck with that, Mr. Jerome. Ich will gleich zeigen, warum dieses Softish Landing wahrscheinlich ein Hardish Landing sein wird, Betonung auf Dish, aber dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir hier diese Monster Rally, die sich hier entspannt hat. Es war die größte Rally nach einer Fed-Sitzung seit dem Jahr 1978. Es ist unglaublich. Und dann kam dann auch in Sachen Shitshow solche Aussagen von Paul. Ja, es ist bedeutsam, dass Sie wissen, dass wir wissen, wie schmerzhaft diese Inflation ist. Das ist fast schon Hegelsche Dialektik. Das ist ganz großes Kino, meine Damen und Herren. Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass wir wissen, dass ihr wisst, dass wir alle zusammen uns der Bedeutung des Kontextes klar sind. Oder wie? Also das ist wirklich richtig cool, zumal, wie Zero Hedge hier bemerkt, genau diese Schmerzen, meinst du, Jerome, die du durch deine Worte, durch deine Handlungen seit so vielen Monaten verursacht hast, als du immer gesagt hast, Inflation is transitory und dementsprechend deine Politik ausgerichtet hast. Also das bringt die Dinge auf den Punkt. Zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen die US-Indizes um und bei 3% im Plus. Die waren deutlich negativ im Handelsverlauf, sind dann massiv ins Plus gedreht. Energy, Technology, Communication Services. Ja, Materials, also diese offensiven Sektoren, diese Risk-On-Sektoren, oben Consumer Staples, Utilities, Healthcare, Real Estate, die typisch defensiven Sektoren, auch alle im Gewinn sicher, aber eben nicht so deutlich im Gewinn. Und jetzt werden Charts rumgereicht. It's a déjà vu all over again. Da wird hier der S&P 500 aus dem Jahr 2010 und 2011 gezeigt mit so einer inversen Schulter, Kopf, Schulter. Und ab 2010 ging es ja dann nur noch nach oben und das wird jetzt hier abgeglichen. Aber wir sehen, die rechte Schulter, die hängt ein bisschen stark und wir haben ein völlig anderes Umfeld. Jetzt, damals hatten wir eben im Gefolge der Finanzkrise die Geldpolitik der Notenbanken ultra lax. Jetzt haben wir nichts mehr lax mit der Geldpolitik. Wenn das so weitergeht, so Zero Hedge, dann haben wir am Freitag ein neues Allzeithoch im S&P 500 und die Fed muss dann einen Notzinsanhebungsschritt von 100 Basispunkten machen. Das ist denn natürlich ironisch gemeint. Wir haben jetzt den S&P ja gesehen mit knapp 3% im Minus, mehr als 2,25% an Fed-Sitzungstagen, wo die Fed die Zinsen angehoben hat. Das gab es nur einmal, nämlich im März 2000, 21. März 2000.
Also das ist das erste Mal seit in den letzten 40 Jahren, dass das passiert ist. Die Fed hebt die Zinsen an und der S&P steigt mehr als 2,25%. Und der 21. März 2000, drei Tage später, war das Top erreicht am 24. März. Dann drehten die Märkte nach unten und die Dotcom-Blase platzte. Schauen wir uns mal den S&P 500 an, respektive hier den SPY, das maßgebliche ETF. Auf den S&P 500 sehen wir hier schöne Wendeformationen. Oben sind noch gleitende Durchschnitte, die können erreicht werden. Aber wenn wir unten mal gucken im 15-Minuten-Chart bei dem SPY, sehen wir, wir sind im RSI jetzt, also relative Stärkeindex, 82, alles über 70 ist schon überkauft. Also das wird kurzfristig schwierig werden, da noch einen Anschluss zu kriegen. Man hat Pferdekotzen sehen, wir haben Schieflagen am Markt. Da sind Leute wahrscheinlich auf der falschen Seite positioniert, aber es wird nicht leicht. Noch krasser die Situation beim Triple Q, also dem maßgeblichen Nasdaq ETF. Und wir sehen, wie weit der Index praktisch noch von seinen gleitenden Durchschnitten, die wir hier oben sehen, entfernt ist. Wir sehen diese Distribution-Phase, diese Verteilungsphase. Wir sind in einem intakten bärischen Umfeld und versuchen uns jetzt anzunähern an diese gleitenden Durchschnitte und diese Rallye. Wie gesagt, massiv negative Stimmung bei Privatinvestoren, massiv negative respektive sich dann bullisch auflösende Positionierung auch am Optionsmarkt. Hier sehen wir Dealer, ja, S&P 500 Spot Gamma Exposure sehr, sehr weit unten. Also das sind alles Anzeichen dafür, dass eben die Märkte den Weg des größten Schmerzes gehen und wahrscheinlich wird es so weit steigen, bis dann die Stocks Only Go Up Fraktion wieder auftritt und sagt, siehst du, habe ich doch immer gesagt, Stocks Only Go Up, nicht wahr, gell, dass sie davor ein bisschen gefallen sind, wird dann verschwiegen und die Herrschaften tauchen auch nur dann auf, wenn solche Rallyes passieren. Sie schweigen sehr wortreich, wenn die Dinge dann nach unten gehen. Das tut aber nicht Cassandra, das ist niemand anders als Michael Burry, der legendäre Manager, Hedgefondsmanager, wenn man so will, aus The Big Short. Der weist darauf hin, Dead Cat Bounces are the most epic. 12 der letzten 20 Nasdaq One-Day Rallies sind passiert während des Top-Bildungsprozesses im Jahr 2000, als der Nasdaq dann 78% gefallen ist. Also hier auch im Jahr 1929 sind viele dieser Rallyes so passiert, also diese super impulsiven Monster-Rallyes, die passieren normalerweise nicht in intakten Bullenmärkten, sondern in Bärenmärkten. Das ist genau der Punkt und das zeigt er hier oben nochmal. Hier sagt er, dass praktisch eben diese Rallyes mit einer statistisch extrem auffälligen Signifikanz eben in solchen Marktphasen vorkommen. Und warum ist das wahrscheinlich eine Bärenmarkt-Rallye? Weil sich an der Sachlage ja nichts ändert. Die Fed wird die Bilanz reduzieren. Was hat die Märkte nach oben gebracht? Bilanzausweitung, Liquidität, Zinssenkung, Zinsen null. Jetzt Zinsanhebungen, Bilanzreduzierung, also weniger Liquidität. Wie da neue Allzeithochs erreicht werden sollen, ohne dass die Fed das rückgängig macht, sehe ich nicht. Und wir sehen, die Inflation, die Rate-Hike-Expectations liegen noch weit auseinander zwischen dem Nasdaq und dem, was eigentlich die Fed Fund Futures einpreisen. Vorher lief das sehr lange sehr parallel. Auch wenn jetzt durch die Aussage von Paul eben, dass keine 0,75er Zinsanhebungen auf dem Tisch lägen, die Rate-Hike-Expectations von 11 in diesem Jahr auf 10 gefallen sind. Nicht schlecht. Wie könnte jetzt die Geschichte weitergehen? Hier sehen wir mal den S&P 500. Wie gesagt, hier sehen wir auch dieses Reversal. Da sehen wir die gleitenden Durchschnitte. Vielleicht läuft er da noch hin. Das wäre so. Ja, in dem Bereich 4,350, da liegt, meine ich, auch ein wichtiges Fibonacci-Retracement. Ich glaube, es ist das 50er. Dann können wir hier durchaus also Strecke machen. Kurzfristig schwierig, weil wir jetzt schon massiv überkauft sind im kurzen Zeitfenster. Aber vielleicht kleiner Pullback, dann nochmal eine Welle nach oben, weil sich die Investoren sagen, hurra, hurra, hurra. Aber das Problem bleibt. Das Problem wird nicht weggehen, auch die Inflation nicht. Warum, werde ich gleich zeigen. Und was ist das andere Problem? Paul hat gesagt, we have a good chance for softish landing. Wie ich vorhin schon sagte, nothing economy suggests it is close to recession. Aha. Hier sehen wir mal den Welt-PMI, also Global Manufacturing Einkaufsmanager-Indizes, schrumpfend bereits. Hier hat jemand sehr gut kommentiert auf Finanzmarktwelt, nachdem Paul lange das temporäre Inflationsmantra predigte, das hat er ja bis zu seiner Neunominierung gemacht, hat er nun ein neues Thema, die weiche Landung, Soft Landing.
Hätte er seine verbal harte Landung der letzten Wochen gestern bestätigt, wäre jetzt schon die harte Landung passiert. Er ist zum Spielball zwischen Inflationsbekämpfer und Aktienkursstützer geworden. Ja, er muss das austarieren, das hat Sven Henrik schon so erkannt. Und so muss er gleichzeitig zwei Herren dienen. Kann ein solcher Diener der erste Übermensch sein, dem eine weiche Landung wirklich gelingt? Der US-Überflieger muss herunterkommen, entweder mit einer kurzen harten Landung oder mit einer längeren Bruchlandung mit mehreren Aufschlägen. Ja, und dieses Szenario halte ich für realistisch. Zumal, wenn wir uns jetzt mal in Sachen Weltkonjunktur China anschauen. Frische Daten, Kaixin Einkaufsmanager Index Service runtergeknallt auf 36,2. Alles unter 50 ist Kontraktion. Also wir sind hier praktisch auf dem Weg zum Corona-Crash-Modus. Bei den Indikatoren in China erwartet war 40,0. Also wir sehen, das knallt hier richtig runter und das wird Konsequenzen haben. Konsequenzen hat das, was da in China passiert. Hier sehen Sie mal die Schiffe, die vor der chinesischen Küste warten. Das sind Hunderte, die können nicht die Ladung nach Europa bringen. Das wird für uns bedeuten leere Regale im Sommer. Das wird für uns bedeuten weiter steigende Preise, weil die Dinge nicht da sind, die wir haben wollen. Also die Inflation kommt nicht runter. Und hier sagt Andreas Deno Larsen perfekt, richtig nach meiner Auffassung, das schreit danach, dass die einzige Chance, die die Notenbanken haben, die Nachfrage nach unten zu bringen, weil das Angebot können sie nicht erhöhen, das haben sie nicht im Griff, aber die Nachfrage, die können sie runterbringen, um dieses Mismatch, um dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot, übermäßigem Angebot, zu geringem Angebot und übermäßiger Nachfrage irgendwie einigermaßen auszugleichen, weil nur so kann man dann die Inflation auch wirklich in den Griff kriegen. Und wenn wir hören, ja, der amerikanische Konsument, der ist super drauf, dann möchte ich Sie auf dieses hier mal verweisen. Hier sehen wir mal eben die Tatsache, dass wenn die Dinge mehr kosten, dann kaufen die Leute weniger. Deswegen sehr wichtig zu unterscheiden zwischen nominalen Umsätzen, also die rein in Dollar-Terms, wie viel Dollar wurden umgesetzt, und real praktisch den Umsätzen, also inflationsbereinigten Umsätzen. Und wenn wir sehen, hier sind die Einzelhandelsumsätze nominal 5,58% gestiegen, aber inflationsbereinigt oder real minus 7,43%. Und genau das wird der Fall sein. Das ist der Grund, warum die USA nicht allzu ferner Zukunft in eine Rezession gehen werden. Ähnliches gilt für Deutschland hier. IFO-Preiserwartungen. So viele Unternehmen wie nie wollen die Preise erhöhen. So IFO nochmal eine neue Steigerung. Und dann wird uns die EZB erzählen, dass wir auf dem Peak der Inflation sind. Die Unternehmen haben bereits Preise angehoben, werden aber die Preise noch weiter anheben, weil es nicht anders geht. Dementsprechend wird die Inflation hoch sein. Darüber heute mein Gespräch mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der EZB. Ist nicht der EZB, ich sage jedes Mal Chefvolkswirt der EZB, nein, der Commerzbank. Ist die EZB noch zu retten? Das werde ich mit Jörg Krämer besprechen. Der Stefan Risse ist terminlich heute verhindert. Sehr, sehr guter, qualitativ hochwertiger Gast, nicht entgehen lassen. Ich werde Ihnen den Live-Link dazu, nämlich um 19 Uhr findet das heute statt, den Live-Link dazu werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Kurz davor mache ich nochmal einen Marktgeflüster, wo ich Sie nochmal darauf hinweisen werde, aber das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Ebenso wie den Artikel, warum der europäische Gaspreis steigt und in den USA noch viel stärker. Da haben wir richtigen Inflationsdruck jetzt auch da durch Gaspreissteigerungen, durch Benzinpreissteigerungen etc. Also der Live-Link, wichtig heute Abend, und dieser Artikel, den ich Ihnen ans Herz legen muss, über den Gaspreis. Ich wünsche jetzt erstmal das Allerbeste und liebe Bullen, Sie haben eine Schlacht gewonnen. Genießen Sie den Augenblick. Bis dann, Servus, ciao.